Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft, zu Battle Mages. Ja, was müssen wir noch machen? Untote den Fluss vergiften, helft den Schmugglern, tötet den Formwandler. Ja, den können wir gerade nicht töten. Energieling, Gigantenlager, Wolfsgrube. Also ja, wir gehen erstmal hier weiter. Wir haben langsam wieder Geld. Ja, hier ist ein Warrock-Lager, das wir ausheben müssen. Und oh, wir haben viele Erfahrungspunkte. Die uns nichts bringen gerade. Gut. Ja, der Anfang ist halt recht schwierig. Also ja, wenn wir Untote verlieren, ist es halb so schlimm. Was ich halt nicht mehr unbedingt nachfüllen werde, sind die... Nahrung und Holz, okay. Sind hier die Goblin-Skelette. Also ja, wenn ich unbedingt halt Truppen neue brauche oder mit Städten interagieren will, was ich jetzt nicht mehr kann, weil ich keine Briganten mehr habe. So, das war die Warrock-Höhle. Jetzt kümmern wir uns noch um den ollen Bären hier. Ja, unser Werwolf ist wahrscheinlich stärker als der Grizzly. Hoffe ich mal. Ja, der Vorteil ist, der Werwolf, der heilt sich bei den Angriffen. Oh. So, jetzt muss nur noch der normale Bär weg. Ohne the Shaman's soul has gone to the land of spirits. The clan chief will be relieved to hear that. Gut, okay.
Das heißt, wir disponieren jetzt mal ein bisschen um. We heard the werewolf howl before he died. I'll keep my word and tell you where to find the treasure. It's the weapon and armor we hid when the Imperial Guards were taking over. You'll find the treasure under the three stone statues of our gods. It's not easy to move the statues, but if you succeed, the treasure is yours. Okay. Das heißt, ich heuer jetzt hier mal Orks an. What? Let's go! Und ja, zum Bewegen bräuchte ich theoretisch ein Ogre wahrscheinlich. Für ein Ogre benötigte man Stadtstufe 4. Probably. So, jetzt stehe ich vor dem Dilemma, dass mein ganzes Zeug hier oben irgendwo rumliegt. Ja, genau hier. Let's go. Und ja, wenn ich mich mit Untoten, da sollte ich halt mit lebendigen Orks vorlieb nehmen. Die sind eh etwas stärker. Also solange, bis ich eine Möglichkeit habe. Let's go. Yes. So, es ist zum Glück immer noch nur der Bär am Leben. My troops are under attack. Yes. Probably. So. Yes. Probably. Probably. Let's go. Yes. Probably. Wie gesagt, der Anfang kann ziemlich böse sein. Let's go. So, dann holen wir mal den Ring aus der Wolfsgrube. Yes. Und ja, ich werde meine Bevölkerung um 1 erhöhen, einfach, dass ich die den Punkt kriege. Und ja, wenn ich es mir so ansehe, hätte ich den Kampffähigkeitspunkt ruhig sein lassen können für später. Yes. Aber ja, jetzt erstmal die Wolfsgrube hier hinten vernichten. Weiß gerade gar nicht, war sonst hier hinten noch was außer der Wolfsgrube? Weil der Bär scheint seinen Weg zurückgefunden zu haben, der hier festhing. Yes. Und ja, ich werde mich darauf konzentrieren, eine Orksiedlung Let's go. Höher zu bringen. Cut them down. My troops are under attack. Bei Orks habe ich halt den Vorteil, ich kann sie jederzeit in den Städten wieder nachfüllen. Und sie sind stärker als Untote, das muss man leider sagen. Allein schon deswegen, weil Untote nicht weit ableveln können, sind sie sehr schwach. Jedenfalls in der ersten Mission. Again. We are under attack. So. Lagerexperte. My troops are under attack. So. We are under attack.
My troops are under attack. Und vielleicht sollte ich wenigstens Eile noch lernen. Sobald ich die Erfahrungspunkte dafür habe. Eigentlich möchte ich hauptsächlich nachher Zauber aus der dunklen Kunst lernen, sobald wir sie freigeschalten haben. So. Probably. Let's go. Bärenlager vernichten. Schmugglerhöhle. Mhm. Ihr habt nichts Neues für uns. Ihr habt auch nichts Neues. Und Matavia hat scheinbar auch nichts Neues. Okay. Yes. Ja, wenn ich zu der Sumpfgruft will, dann muss ich eh hier hinten durch. Oh, noch mehr Grizzlybären da oben. Bärenlager, ja, Grizzlybären. Probably. Jo, mehr haben den Energiering abgegeben. Ja, ich werde wahrscheinlich noch einen Punkt dann geben müssen, weil ich hätte eigentlich auch noch gerne... Also hier in Diplomatie, weil ich hätte auch noch gerne... Genau. Städteinformationen. Und ja, was brauchen wir noch? Hauptsächlich dann Wissen und magische Kräfte. So, jetzt aber erstmal die hier nachfüllen. So. Und dann verkaufen wir alles, was wir an Nahrung und Holz und so haben, an diese Stadt, weil wir wollen, dass diese Stadt wächst. Weil für einen Ogerschmetterer braucht sie Stufe 4. Probably. Let's go. Let's go. Ja, jetzt eskortieren wir erst einmal die... Braucht zum Wachsen eure Hilfe. Ja, 100 Steine für Gold, das kriegen wir auch irgendwie hin. Hier ist auch ein Bärenlager. Ah, hier hinten bei der Holzfällerhütte ist halt auch ein Bärenlager. Da wollen wir aber erstmal noch nicht hin. Probably. Oh, Wölfe. Probably. Again. Probably. Wölfe, an die man nicht rankommt? Yes. Probably. Into pieces. Yes. Ernsthaft, wie kommt man an diese Wölfe ran? Gar nicht, scheinbar. Let's go. Let's go. Also ignorieren wir diese Wölfe. Übernehmen kann ich sie ja nicht. Sind keine Untoten.
Stimmt, hier hinten ist ein Magierturm. Ach, und hier sind Grüfte. Probably.